Hallo zusammen, für die meisten von euch ist es morgens. Es gab technische Probleme, aber jetzt können wir anfangen. Ich glaube, wir sind bereit. Also, wenn ihr mit mir niederkniet, dann fangen wir mit einem Wort des Gebetes an. Himmlischer Vater, danke für deine Segnungen. Danke, dass wir, auch wenn wir weit voneinander entfernt sind, uns treffen können. Ich bitte dich, dass du diesen Sabbat segnest. Und dass wir dich richtig ehren an diesem Tag. Und ich be bete das in Jesu Namen. Amen. Die meisten von euch sind vertraut damit. Dass in 2 Wochen es ein französisches Camp-Meeting gibt. Also dann war es ein bisschen eine Herausforderung zu wissen, was man diesem Camp-Meeting macht. Und das hier wird eine Einführung sein. Und ich spreche hier vor allem zur Bewegung unter der Leitung von LGC. And if it hadn't been for time of trouble, I would have met anybody. Und wenn es nicht für die Zeit der Trübsal wäre oder wegen dieser Zeit, hätte ich euch auch angetroffen. Dann hätte ich euch viele von euch dieses Jahr gesehen. I'm hearing quite an echo of my own voice. I'm not sure if that's... Ich höre ein Echo von meiner it's not too eigenen Stimme. But I've just enjoyed that. Einfach nur, dass man das beweist für die Leute, die okay. Technik. Alright, if it's being listened to in the room with the translator, it might be picking up my voice. I don't want to hear. Ich möchte einfach nur meine Stimme nicht hören. If I have to, I'll manage. Aber wenn ich das tun muss, dann ist es okay. So this presentation is somewhat of an introduction. Also diese Präsentation ist eine Einführung If in I gewisser could Art und have Weise. Visited you this year, wenn ich euch dieses Jahr hätte besuchen können, as for many of you was intended, so wie es eigentlich vorgesehen war, then I would have It would have been of benefit to speak to you. Dann wäre es von Vorteil gewesen, mit euch zu sprechen. To ask you what questions you have. Um zu fragen, was für Fragen ihr denn habt. What's troubling you? Was für Probleme ihr denn habt. Where you are behind. Wo seid ihr noch zurück? Where you are confused. Wo herrscht noch Verwirrung? Without the ability to do that. Und ohne der Möglichkeit, dass ich dies tun kann. It forces us to change the way we present. Da tut es uns dazu zwingen, in einer anderen Art und Weise zu präsentieren. Because we end up trying to guess where you're at and what your questions are. Denn wir enden damit, dass wir raten, was eure Fragen sind und wo ihr steht. We are teaching somewhat blind. Wir lehren somit eigentlich blind. Last year, as I traveled, letztes Jahr, wo ich gereist bin,
was able to meet you, speak to you. Konnte ich euch treffen, ich konnte mit euch sprechen. You would have a discussion with me. Und ihr hättet ein Gespräch mit mir. And often what would arise out of that discussion? Und was aus dieser Diskussion herauskommen würde? The thoughts, the questions would die Gedanken, die Fragen end up impacting the next set of meetings. Würde eigentlich das nächste Seminar, die nächste Präsentation beeinflussen. And yet this year we can't do that. Und dieses Jahr können wir das halt nicht tun. And it does add to our concern that we're not meeting people's questions and issues. Und das addiert zu der Sorge, die wir haben, dass die Fragen von Leuten nicht beantwortet werden. Now, if you told me that you had no questions, also wenn du mir jetzt sagen würdest, dass du keine Fragen hast, I would be perhaps more concerned. Dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr Sorge. We should have questions. Wir sollten nämlich Fragen haben. There are not that many presentations. Da gibt es nicht so viele Präsentationen. And LGC is diligent at translations and uploading. Und LGC ist sehr, sehr dahinterher, diese zu übersetzen und hochzuladen. So if people don't have questions, also wenn Leute keine Fragen haben, in the French world, in der französischen Welt, and no, it isn't because the presentations aren't available. Dann weiß ich, dass es nicht ist, weil die Präsentation nicht vorhanden sind. Es ist sehr wichtig, dass wir der Entwicklung der Botschaft if folgen. We don't, wenn wir das nicht tun, if we feel somehow secure, wenn wir uns irgendwie sicher fühlen, one day we'll hear the message say something that we didn't expect coming. Und dann werden wir eines Tages die Botschaft hören, dass sie etwas sagt, was wir nicht erwartet hätten, dass es kommt. Und wir hatten uns darauf nicht vorbereitet. Many people who think their faith is strong enough, und viele Menschen, die denken, ihr Glauben ist stark genug, find themselves shaken out of this movement when that happens. Finden sie sich wieder, dass sie zu diesem Zeitpunkt dann aus der Bewegung ausgesichtet wird. Und da gibt es eine Gefahr in dieser Zeit der Trübsal, as people's concerns heap around them, dass die Sorgen der Menschen, wenn sie größer werden um sie herum, and they become distracted, und dass sie abgelenkt werden, they cease to follow the steady steps of the movement, dann tun sie den ständigen Schritten der Bewegung irgendwie aufhören zu distracted folgen by other things, und sind von anderen Dingen abgelenkt. I won't go to Pilgrim's Progress, but we see it in that story. Ich gehe jetzt nicht zu der Geschichte von der Pilgerreise, aber wir können es dort sehen. So I encourage people to send through their questions. Also ich möchte Leute dazu ermutigen, dass sie ihre Fragen stellen. When we know we have a camp meeting in 2 weeks. Wenn wir wissen, dass wir ein Camp Meeting, ein Seminar in 2 Wochen even haben. If it wasn't answered immediately, auch wenn es nicht sofort beantwortet wurde oder helps wird, to be aware of the issues people are facing in the movement. So hilft es dennoch, vertraut zu sein mit den Problemen, die Leute in der Bewegung haben. But if you have a question and you're not asking it, aber wenn du eine Frage hast und sie nicht fragst, it's not safe to just let it fester and grow. Dann ist es nicht sicher oder gut, diese einfach nur sitzen zu lassen und sie wächst dann. We need to keep up with the advancing steps of the movement. Wir müssen mit den weiterfolgenden Schritten der Bewegung mithalten. We are past the increase of knowledge waymark. Wir sind hinter der Wegmarke der Zunahme der Erkenntnis. God is shining light upon this movement.
Gott gibt dieser Bewegung Licht. It's been coming for some time now. Für einige Zeit kam es schon. And it's advancing rapidly. Und es tut weit oder schnell sich weiterentwickeln. We aren't following that increase of knowledge. Wenn wir dieser Zunahme der Erkenntnis nicht folgen, when it's formalized, it'll come as a surprise. Dann wird es als eine Überraschung auf uns kommen, wenn sie formuliert and we won't wird. Be ready. Und wir werden nicht bereit sein. Every dispensation has a testing message. Jede Dispensation hat eine Testbotschaft. So every dispensation has people who fail that test. Und jede Dispensation hat Menschen, die diesen Test nicht bestehen. This dispensation will be no different. Und diese Dispensation ist in diesem Punkt nicht anders. In the Sabbath presentations in Oceania last week and today. In den Sabbatpräsentationen von dem Camp Meeting von Oceania von letzter Woche und heute. We've discussed methodology. Haben wir die Methode besprochen. People were sending questions. Leute haben ihre Fragen uns gesandt. And I focused on the following question. Und ich fokussierte auf diese folgende Frage. There was a study last year that compared and contrasted the external and internal changes of leadership. Da gab es ein Studium, welches die internen und externen Art der Leitung verglichen hat und gegenübergestellt hat. Es geht hier über die Leitung im Jahre 2014. Was Leute gefragt haben, if Trump loses this election, dass wenn Trump diese Wahl there's verliert, another change of leadership in America. Da gibt es dann eine weitere veränderte Leitung sozusagen. Does that mean there's an internal change of leadership in this movement? Bedeutet, dass es dann da auch eine unterschiedliche Leitung innerhalb der Bewegung geben würde? So instead of just immediately addressing that question, also anstelle einfach diese Frage sofort zu beantworten oder what we instead did is looked at why I thought people were asking that question. Ist, dass ich die Dinge betrachtet habe, wo ich gedacht habe, warum Menschen diese Frage stellen. And the reason that I thought people were asking that question. Und der Grund, warum ich gefragt habe, warum ich gedacht habe, dass Menschen diese Frage gestellt haben, is because we were having still some confusion about how we treat reform lines and fractals. Ist, weil wir immer noch ein bisschen Verwirrung haben, wie wir Reformlinien und Fraktale handhaben. So these two meetings for the Midnight Watch Ministry. Also die zwei Präsentationen für the Midnight Watch Ministry oder Missionswerk. Please make sure you watch them before the French camp meeting. Geht bitte sicher, dass ihr diese anschaut, bevor because we're dealing with the methodology of fractals. Vor dem französischen Camp Meeting, denn wir gehen hier oder handhaben die Methode von Fraktalen. And that's going to be important to understand going forward. Und das wird wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir weitergehen. I just wanted to note that, if people can do that. Ich wollte das hier nur festhalten, dass Leute das sich da vorbereiten können. Also, ich wurde gefragt, eine Wiederholung zu machen. That gets challenging, because I can't remember what I thought. Und das ist eigentlich eine Herausforderung, weil ich mich nicht erinnern kann, was ich gelernt habe. I wanted to introduce a couple of thoughts. Aber ich möchte ein paar Gedanken hier anfangen einzuführen. Beginning in May, there was a series began in Australia. Anfang Mai wurde eine Serie in Australien angefangen. Beginning with a study titled The Apis Bull. Und die erste Präsentation davon war, der Titel davon war der Apis Bulle. The intention was for that to bring us to a study of Millerite history.
Und der Zweck davon oder der Sinn war, dass wir zu einer, zu dem Studium der Minoritengeschichte kamen. And in some ways it has. Und irgendwie hat es das auch. Though we've been on a few tangents. Auch wenn wir ein paar Umwege hier getätigt haben. I have a similar intention for the coming camp meeting. Und das, ich habe das gleiche questions, Ziel. Not just in the für das French nächste world, Camp Meeting. But in other parts of the world field. Und ich weiß, dass es nicht nur in der französischen Welt, sondern auch in den anderen Teilen der Welt Fragen gibt. About the subject of Sabbath and Sunday in Millerite history. Über das Thema von Sabbat und Sonntag in der Milleritengeschichte. So it's my intention to target that question. Also es ist mein Ziel, diese Frage zu behandeln. But we're going to begin with the Apis Bull. Aber wir werden mit dem Apis Bullen anfangen. And I would ask you to do your own preparation with the last two studies on fractals. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch auch selber vorbereitet, indem ihr die letzten zwei Präsentationen über die Fraktale anschaut. I've already drawn up on the board behind me. Auf der Tafel hinter mir habe ich bereits schon an Omega history and an Alpha history. Eine Alpha- und Omega-Geschichte aufgezeichnet. I haven't been specific about the Alpha. Ich war noch nicht sehr speziell oder sehr genau über die Alpha-Geschichte. And there's also a history in the middle. Und da gibt es auch noch eine Geschichte so in der Mitte. History of failure. Die Geschichte des Fehlschlags. Failure and success. Nochmal Fehlschlag und dann der Erfolg. Now this structure. Nun diese Struktur. It could apply to ancient or modern Israel. Könnte jetzt auf das alte oder moderne Israel angewandt werden. Until you start labeling waymarks, you don't know if I've drawn up ancient or modern. Bis ich angefangen habe, hier die Wegmarken auszufüllen, wisst ihr nicht, ob ich das alte oder das moderne Israel hier gemeint habe. This could be 34 AD or the Sunday law. Das könnte 34 nach Christus oder das Sonntagsgesetz sein. But this is the beginning and end of the history of Israel. Das ist der Anfang und das Ende der Geschichte von Israel. Whichever Israel that is. Was auch immer für ein Israel das jetzt ist. In the Omega history. In der Omega-Geschichte. There's two calls to the church. Da gibt es zwei Rufe an die Gemeinde und ein Ruf an die Welt. And I hope that everyone in this movement is now comfortable with that. Und ich hoffe, dass jeder in der Bewegung damit mittlerweile jetzt vertraut ist. Where you could go to ancient or modern Israel and label every one of those waymarks. Und zum alten und modernen Israel könnte man jede dieser Wegmarken benennen. If you can't, pull out a piece of paper and please draw it yourself. Und wenn ihr das nicht könnt, dann bitte nehmt ein Papier und zeichnet es auf und füllt es selber ein. That way it will retain in your mind. Die Art und Weise wird es in euren Gedanken bleiben. At the top we have a long line. Auf hier oben haben wir eine lange Linie. It's a line of Eden to Eden. Es ist eine Linie von Eden zu Eden. Now we know that end Eden. Und wir wissen, dass das Ende Eden comes after 1000 years. Kommt nach 1000 Jahren. So I just want to speak about the time on earth. Und ich möchte jetzt nur über diese Zeit auf der Erde sprechen. If we can keep in our mind the study of Eden to Eden as we have this discussion. Ich hoffe, dass wir im Hintergedanken das Studium von Eden zu Eden halten können, während wir jetzt hier dieses Gespräch führen. Because we're going to discuss ancient Israel. Denn wir werden das alte Israel and I want us to put it in context.
besprechen und ich möchte, dass wir es im Kontext hier haben. You have Eden. Man hat Eden. Sin. Die Sünde. A curse. Die kommt auch. Der Fluch, fall. Entschuldigung. Und der Fluch kommt wegen der Sünde. From Eden. Von Eden. To the flood. Bis zu der Flut. And please no one get complain, I'm being general. Ich bin hier, ich halte es generell, also ich hoffe, dass keine very general. Kommentare darüber kommt. Es ist sehr generell hier jetzt gehalten. You to talk about the flood. Hier würde man über die Flut sprechen. You'd be dealing with about 1500 years later. Und das sind jetzt hier ungefähr 1500 Jahre später. And then about 2500 years after the fall. Und dann ungefähr 2500 Jahre nach dem Fall. You come to the beginning of ancient Israel. Kommt man zu dem Anfang des alten Israels. The point I want to make is the following. Den Punkt, den ich machen möchte, ist folgender. You have the flood. Man hat die Flut. 1500 years after the fall. Also 1500 Jahre ungefähr nach dem Fall. And how much do they have written about God? Und wie viel haben sie über Gott niedergeschrieben? Nothing. Nichts. Why? Warum? Why isn't there written? There's no Old Testament scriptures in that 1500 years. Da gibt es keine Niederschrift in diesen 1500 Jahren. Warum? Now for much of that time, Adam is still alive. Die meiste Zeit davon ist Adam immer noch am Leben. If not, there's others and they are telling people. Und wenn nicht er, dann sind es andere, die den Menschen people have good memories. Mitteilen. Leute haben gute Someone says the people were very intelligent. Jemand sagt hier, dass die Leute auch sehr intelligent waren. And yet at the flood only 8 people are saved. Und dennoch werden an der Flut nur 8 Leute gerettet. So they are intelligent in some respects. Also sie sind elegant auf einer gewissen Art und Weise. But their memories, their minds are much more exact than ours. Aber ihr Verstand ist viel mehr there was no need of writing. Als unseres. Also da gab es keine Notwendigkeit des Niederschreibens. But they also didn't have that. Aber sie hatten es auch nicht. People didn't write. Menschen haben nicht geschrieben. The invention of letters had not yet begun. Also die Erfindung von Briefen und so weiter war noch nicht necessary. Vorhanden. Es war nicht notwendig. Then you come to the time period after the flood. Dann kommt man zu der Zeitperiode nach der Flut. What starts happening to their lifespans? Und was fängt denn jetzt mit den Lebenszeitperioden an, also den Lebenszeitspannen? Es tut sich sehr schnell verkürzen. By hundreds of years. Von Hunderten von Jahren. So there is this deterioration. Also da gibt es dieses Verminderung, Verkleinerung. Written language is beginning to be introduced. Und die geschriebene Sprache fängt an, eingeführt zu werden. Because it just quite frankly starts to become needed. Denn um es direkt zu sagen, es wird angefangen, dass man die braucht. It's now necessary to keep records. Jetzt ist es notwendig, dass man Aufzeichnungen hat.
And so the knowledge of God starts getting transmitted into written form. Und jetzt wird die Erkenntnis über Gott angefangen, dass sie niedergeschrieben wird. But still 2,500 years after the fall, that has not been formalized. Aber 2,500 Jahre nach dem Fall war das noch nicht formuliert worden. Becomes the work of Moses. Und es wird die Arbeit von Moses. So 2,500 years later, 2,500 Jahre später, the people have been in Egypt for about 400 years. Da waren die Leute in Ägypten für ungefähr 400 Jahre. They have themselves lost the knowledge of God. Und sie haben die Erkenntnis von Gott verloren gehabt. Humanity is forgetting his character. Die Menschheit vergisst seinen Charakter. And this is a crisis. Und das ist eine Krise. So at the time of the end, there's the raising up of Moses. Also zur Zeit des Endes wird Mose berufen. Beginning of ancient Israel, he leads out the people. Der Anfang des alten Israels, er tut das Volk herausführen. There's something else he's going to do for the people. Und dann wird er noch etwas anderes für das Volk tun. This is all quotes that have been from that study on the Apis bull. Und das sind jetzt alles Zitate von dem Studium des Apisbullen. This is Review and Herald, January 9, 1894. Also es ist der 9. Januar von Review and Herald, 1894, Paragraph 6. Paragraph 6. And beginning to the third sentence in. Und wir fangen hier mit dem dritten Satz an. They, the Israelites, had been corrupted by idolatry. Sie, die Israeliten, wurden durch Götzendienst verdorben. Try and picture the big picture of what has happened. Versuchen wir das große Bild festzuhalten, was hier passiert ist. Personal contact between God and Adam and Eve. Persönlicher Kontakt zwischen Gott, Adam und Eva. Comes to an end. Das kommt zum Ende. 1500 years of word of mouth. 1500 Jahre, wo einfach das Wort mit Worten weitergegeben wurde. Die Flut. 1000 years of that deterioration. 1000 Jahre dieser, ja, Degenerierung. The people do not have anything in writing to hold on to. Haben die Leute nichts mehr, wo sie festhalten können. The word of mouth is failing them. Dass dieses Wort, welches von Mund zu Mund They're weitergeht, surrounded fängt by an, Egyptians and idolatry. Nicht mehr zu funktionieren. Sie sind von Götzendienst und ägyptischen Götzendienst umgeben. Moses is part of that, is he not? Mose ist Teil davon, ist das dem nicht so? For all his good qualities, alle seine Qualitäten, he's part of the same system, er ist Teil des gleichen Systems, damaged by the same system. Und er ist von dem gleichen System geschädigt. So I've asked this question before. Ich habe diese Frage schon zuvor gefragt. Who understands God's character better? Wer versteht Gottes Charakter besser? You or Miller? Wir oder And Miller? I hope you would say, Und ich hoffe, dass wir sagen werden, dass wir das sind. That should be simple. Das sollte einfach sein. So who understood God's character better? Also wer hat Gottes Charakter besser verstanden? You or Martin Luther? Wir oder, also du oder Martin Luther? I think you would say you. Ich denke, du würdest sagen, du. Who understood better?
Wer hat besser verstanden? You or Peter? Du oder Petrus? You or John the Baptist? Du oder Johannes der you Täufer? You or Moses? Du oder Mose? I hope the answer would be you. Ich hoffe, dass die Antwort du sein wirst. Because we're thousands of years in. Denn wir sind 1000 Jahre weiter. Abraham did not know that slavery was a sin. Abraham wusste nicht, dass die Sklaverei eine Sünde ist. They didn't understand polygamy, not all of them. Also dass man mehrere Frauen hat, dass das nicht korrekt ist, das haben sie nicht verstanden. That's what the study of Eden to Eden teaches us. Und das ist, was das Studium von Eden zu Eden uns lehrt. It's clear in that study. Es ist deutlich in diesem Studium, that God is restoring his image. Dass Gott sein Bild wiederherstellt. If he's restoring it, it's a process. Und wenn er sie wiederherstellt, dann ist es ein Prozess. Not just over your lifetime. Nicht nur über deine Lebenszeit hinweg. But a 6,000-year process. Aber ein Prozess der 6000 Jahre. Going to need another 1000 years in heaven. Und wir brauchen weitere 1000 Jahre im Himmel. So Moses is part of the same damaged system. Also Mose ist Teil des gleichen geschädigten He's Systems. Trying to lead a people damaged by that system. Und er versucht, ein Volk zu leiten, welches auch von diesem System They are corrupted geschädigt wurde. By idolatry. Sie sind durch den Götzendienst korrupt geworden. To. Und sie haben kein schriftliches Wort, wo sie sich hinwenden können. So God leads them into the wilderness. Und so führt Gott sie in die Wüste. I'm not going to go through the whole Apis Bull study. Ich werde jetzt nicht durch das ganze Apis-Bullen-Studium durchgehen. We know what happens in the wilderness. Wir wissen, was in der Wüste passiert. They reach a point in this time period. In dieser Zeitperiode kommen sie zu einem Punkt, where they make themselves the golden calf. Wo sie sich selber dann das goldene Kalb That golden calf gießen. Was the Apis Bull. Und dieses goldene Kalb war der Apisbulle. In this time period, they're damaged by idolatry. Dieser Zeitperiode sind sie von der Götzendienst geschädigt worden. Und die Übertretung oder Götzendienst if you want sagt, to be safe, wenn du sicher sein möchtest, what do you need? Was musst du dann tun? A strong, warlike God King. Du brauchst einen König, der wie ein Krieger ist. Going to kill all your enemies. Der all deine Feinde tötet. They can't see God. Und weil man Gott nicht sehen kann. Moses has disappeared. Moses ist weg. And they're going to recreate the Apis Bull of the Egyptians. Und sie werden den Apisbullen der Ägypter kopieren. The SDA Bible commentary says the following. Das Kommentar von den Siebenten-Tags-Adventisten sagt folgendes. The calf would naturally suggest itself to the Israelites. Das goldene Kalb war vermutlich eine materielle Repräsentation des wahren Gottes, nicht irgendeiner heidnischen Gottheit. Ich poste es schnell in den Chat. An Israelite then would naturally think to build the golden calf. Das Kalb lag den Israeliten nahe, weil sie in Ägypten die Anbetung des Stieres Apis miterlebt hatten. They'd watched the worship of the Apis Bull. Also das Kalb lag den Israeliten nahe, es anzubeten, weil sie es in Ägypten miterlebt hatten. It's a side note. Ich finde es interessant, dass sie es einen Nebengedanke. In their excavations, they discovered the burial chambers of the Apis Bull.
Also in den Katakomben haben sie den Apisbullen, da das Skelett und so weiter gefunden. Also in diesen Gräben In und so. 1850. Und zwar fanden sie So, das im no, in Jahre 1798 1850. they found the Rosetta Stone. Also 1798 finden sie den Rosetta-Stein. In 1850 they find the burial chambers of the Apis bulls. Und 1850 finden sie die Grabmäler des Apisbullen. They're not going to say that this is the Apis bull. Also sie sagen jetzt hier nicht, dass dies der Apisbulle ist, They're going to say that this is God. sondern sie sagen, das hier ist Gott. They're just saying that this is what he looks like. This is a representation of. Also sie sagen hier einfach, so sieht er So aus, they das ist aren't seine saying they're worshipping an Repräsentation. entirely different God. Also sagen sie nicht, dass sie hier einen komplett unterschiedlichen Gott Instead, anbeten, they're taking the character of the Apis bull. sondern sie nehmen einfach die Charaktereigenschaften des Apisbullen And subscribing it to God. und tun sie Gott anheften oder Because they want a strong, anschreiben. warlike God king who's going to kill their enemies. Weil sie möchten einen Gott, der ein König ist, der wie ein Krieger ist, der alles ihre Feinde tötet. In that study, we go through the characteristics of the Apis bull. Und in diesem Studium gehen wir durch die Charaktereigenschaften des Apisbullen. It had to be born by miraculous conception. Und es musste durch ein Wunder, der Empfängnis geboren Was werden. seen to have a fighting spirit. Es musste einen kämpfenden Geist haben. It had to be a manifestation of the king. Und es musste eine Manifestierung des Königs It was sein. pictured as tearing down the walls of the city. Und es wurde so dargestellt, als würde es die Stadtmauern herniederreißen. It was a symbol of strength and fertility. Es war ein Symbol der Stärke, aber auch der Fruchtbarkeit. Egyptian male kings Männliche ägyptische Könige was sometimes referred to as the strong bull. wurden auch manchmal als der starke Bulle bezeichnet. So courage, Also Mut, strength, fighting spirit, Stärke und kämpfenden Geist. conquering of enemies, kingship. König, also die All the Königs, das things that they were Königssein taking und from the Apis bull and subscribing to God. all das waren Eigenschaften des Apisbullen, die sie dann auf Gott angewandt haben. Then we looked at their issues once they entered Canaan. Dann haben wir ihre Probleme betrachtet, wo sie dann in Kanan We're in eingegangen sind. Ramah, Sie sind in Rama, which means the seat of welches idolatry. bedeutet der Sitz der Übertretung. What do they ask for? Und wonach They fragen ask Sie? for a strong king. Sie fragen nach einem starken Why? König. Warum? All these characteristics of this idol that they've transcribed onto God. Weil diese ganzen Eigenschaften dieses Götzens, welche Sie auf Gott bezogen That they haben, were also wishing to see in Moses. Sie wollten, dass sie diese auch in Mose sehen. They still want. So over Und here sie in werden es Ramah, hier they're nicht. going to Also ask for the Apis bull. sie werden diese gleichen Eigenschaften hier auch fragen. Also fragen sie hier eigentlich auch God wieder nach says, dem that's what you Apisbullen. want, that's what you'll have. Und Gott sagt, wenn das ist, was du haben willst, dann ist das, was du auch kriegst. They come out of Babylon. Sie kommen aus Babylon heraus. They're cured of building any more images. Sie sind davon geheilt, dass sie Bilder sich bauen. But the problem was, it was never just the image. Aber das Problem war, dass es nicht immer einfach nur um das Bild It's ging, the image and the character associated with that image.
sondern ist das Bild und der Charakter, der damit einhergeht. Two things. Zwei Dinge. There's the form. Also es gibt hier die Form. And the character. Und der Charakter. They came out of Babylon. Sie kamen aus Babylon heraus. Cured of the form. Und waren von der Form geheilt. They're not going to build any more statues. Sie werden keine Statuen oder But the greatest danger that they had held on to back here. Aber die größte Gefahr, in der sie hier festgehalten not just haben, the form, war nicht nur die Form. The fact that they'd subscribed the character of this idol to God. Aber der Fakt, dass sie diesen Charakter dieses Götzen auf Gott angewandt hatten. Because after all this time, they no longer knew what God's character looked like. Denn nach all dieser Zeit wussten sie nicht mehr, wie der Charakter Gottes eigentlich ausschaut. And if you don't know what God's character looks like, und wenn du nicht weißt, wie Gottes Charakter ausschaut, you're going to mold something with your own hands. Dann wirst du etwas aus deinen eigenen Händen erschaffen, kreieren. So they come into this history. Also sie kommen in diese Geschichte hier und diese Zeit. They're looking for the Messiah. Sie trachten oder schauen nach dem Messiah. John is teaching. Johannes lehrt. John is steeped in idolatry. Und Johannes ist tief im Götzenbild John is drin. Saying, Götzenanbetung, Entschuldigung. Denn Johannes this great sagt, warrior king rising up. Da gibt es diesen großen König, der wie ein Krieger ist. Going to clean out the house of God and destroy the Romans. Und wird das Haus Gottes reinigen und die Römer vertreiben. Because John is steeped in idolatry. Johannes sagt das, weil er tief im Götzendienst drin steckt. As are all the people around him. Wie auch die ganzen Leute um ihn herum. His father, the Pharisees, the Sadducees. Sein Vater, die Pharisäer, die Sadduzäer. So when Jesus comes, also wenn Jesus kommt, he came in his humiliation to our earth. Da kam er in seiner Demut zu der Erde. No conquering armies were visible to mortal eyes. Keine sichtbaren Armeen waren in the unbelieving für die, ja, Jews keine decided Armeen. That he could not be the illustrious king for whom they were looking. Waren sichtbar für die Menschen und die Menschen haben gesehen, dass er nicht dem Bild passte, was, auf was sie gewartet hatten. Glaub, so they rejected the Son of God. Also haben sie den Mann, Menschen, when he den was Mann standing Gottes, right den Sohn in front Gottes, of them, abgelehnt. They could not recognize him. Als er genau vor ihnen stand, konnten sie ihn nicht erkennen. Because while they might have destroyed the form of their idols, dass auch wenn sie die Form ihrer Götzen zerstört hatten, so hatte er nie den Charakter ihres so all Götzen through their history, zerstört. They're looking to God as having the same character as the idols they see in paganism. Also in der ganzen Zeit hindurch schauen sie Gott an und tun die Charaktereigenschaft ihrer Götzendienste, however die sie moral kannten, they are down in this ihm history. Zuschreiben. Egal wie moralisch sie in dieser however Geschichte stringently sind, they keep the Sabbath. Wie strikt sie auch den Sabbat halten, however stringently they keep all the laws. Wie auch strikt sie die ganzen Gesetze einhalten, they completely misunderstand the character of God. Da verstehen sie den Charakter Gottes komplett falsch. If we were to go back to Exodus 20, wenn wir zurück zu I want to read 18 to 22. Würde, dann möchte ich Verse 18 bis 22 lesen.
Also wir haben hier 2. Buch Mose. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they were moved and stood afar off. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofahörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. 20, verse 18. It's in the night. Also Kapitel 20, Vers 18. And they said unto Moses, speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. Und Vers 19, und es sprach zu Mose, rede du mit uns, und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. So the Ten Commandments have just been pronounced. Also die 10 Gebote wurden gerade erst verkündigt. And the people are terrified. Und die Leute haben Angst. And they say, don't let God speak to us again. Und sie sagen, lass Gott nicht nochmal zu uns reden. He can speak to Moses. Moses can tell us. Er kann zu Mose sprechen. Mose kann es uns dann weiter sagen. Don't let God speak to us again. Aber lass Gott nicht nochmal mit uns reden. And Moses said unto the people, fear not, for God is come to prove you. And that his fear may be before your faces, that ye sin not. Vers 20, Mose aber sprach zum Volk, fürchte euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. Und das Volk stand von ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. I want to quote some, I'm just going to paraphrase various portions of Patriarchs and Prophets, chapter 27. Also ich werde jetzt gewisse Dinge aus Kapitel 27 von Patriarchen und Propheten mit euch hier teilen. So ich I'm going to skip through this chapter quite quickly, just paraphrasing a few parts. Also ich werde ganz schnell durch dieses Kapitel durchgehen, in meinen Worten ein She paar begins Dinge hier by erwähnen. Speaking about Moses climbing up the mountain to meet with God. Sie fängt damit an, zu beschreiben, wie Mose auf dem Berg berufen wird, um Gott God zu begegnen. God was wishing to bring Israel into a close and peculiar relationship with himself. Gott wollte, dass dein Volk in eine besondere Beziehung mit ihm eingang. To be incorporated as a church and a nation under the government of God. Um ein Land, eine Kirche, aber auch eine Regierung, eine Kirche und ein Land unter der Regierung Gottes zu sein. Eine wahre Kirchenstaat-Verbindung. Jehovah revealed himself not alone in the awful majesty of the judge and lawgiver, but as the compassionate guardian of his people. Jehova offenbarte sich nicht allein in der schrecklichen Majestät des Richters und Gesetzesgeber, sondern als mitfühlender Hüter seines Volkes. All was based upon the great fundamental principle of love. Alles basierte auf dem großen Prinzip der Liebe. And then she quotes from Luke 10, 27. Und dann zitiert sie von Lukas. Love thy God with all thy heart 10. And thy neighbor as thyself. Lukas 10, Vers 27, tu Gott mit deinem ganzen Kraft und Verstand. But the people of Israel were overwhelmed with terror. Aber das Volk Israel wurde vom Terror überwältigt. They cried to Moses. Sie haben zu Mose geschrien. You speak with us and we will hear, but let not God speak with us or we will die. Sprich du mit Gott und wir werden zuhören, aber wenn wir mit ihm sprechen, werden wir sterben. Moses said, don't be afraid. Moses sagt, seid nicht beängstigt. The people, however, remained at a distance, gazing in terror upon the scene. Aber
Das Volk blieb jedoch auf Distanz und blickte while auf Moses die Szene, drew near unto the thick darkness where God was. während Mose sich der dichten Finsternis nähert. The minds of the people, blinded and debased by slavery and heathenism, were not prepared to appreciate fully the far-reaching principles of God's ten precepts. Der Verstand des Volkes, verblendet und erniedrigt durch Sklaverei und Heidentum, war nicht bereit, die weitreichenden Prinzipien der Gesetze Gottes voll zu würdigen. At the Oceania Camp meeting, we spoke about the Constitution. An dem Camp Meeting von Oceana haben wir über die Verfassung and gesprochen. How Obama called it the North Star. Und wie Obama es den Nordstern genannt hat. The problem is with humanity. Das Problem mit der Menschheit. Thomas Jefferson could not see the far-reaching principles of the Constitution. Thomas Jefferson konnte nicht die weitreichenden Prinzipien der Verfassung erfassen oder verstehen. They were supposed to see how far-reaching those principles were. Sie sollten sehen, eigentlich sehen, wie weitreichend diese Prinzipien sind. Ancient Israel in the same position. Und man findet, dass das alte Israel in der gleichen Position that war. God is going to break it down into simple instructions that they can implement and understand. Dass Gott das Ganze runterbricht auf einfache Instruktionen, die sein Volk verstehen kann. But he's going to do that privately to Moses. He won't speak to them again. Aber er wird das jetzt nicht mehr mit ihnen besprechen, sondern wird es zu Mose sagen. They pleaded for him not to do that. Weil sie wollten, dass er das nicht mehr tut. So can you see the difficulty God is in? Also könnt ihr die Schwierigkeit sehen, in der sich Gott befindet? 2,500 years. 2,500 Jahre. People do not understand his character anymore. Und Leute verstehen seinen Charakter nicht mehr. Not only do they hope that he is that fearful God King. Nicht hoffen sie hoffen nicht nur, dass er dieser furchtsame Kriegerkönig ist. They hope for it, but they're also terrified of it. Sie hoffen dafür, aber sie haben davor auch Angst. But even through that fear, that is what they want all the way through their history. Aber auch durch diese Furcht hindurch ist das alles, was sie in dieser Geschichte haben wollen oder in der Geschichte and hindurch in some haben ways, wollen. That's actually what he gives to them. Und in einer gewissen Art und Weise ist es auch das, was er ihnen gibt. He was trying to show them his love. Er hat versucht, ihnen ihre Liebe zu zeigen. And they ask him to remove himself and be distant from them. Und sie fragen ihn, dass er sich ihrer entzieht und eine gewisse Distanz wahrt. Und auch wenn sie für einen König fragen, da tut er ihnen eigentlich nachgeben. First thing after the Ten Commandments. Die erste Sache nach den 10 Geboten. Going to start telling them how to be nice to their slaves. Ist, dass er ihnen sagen wird, wie sie nett zu ihren Sklaven sein sollen. Is he telling them not to have slaves? Sagt er ihnen, dass sie Sklaven no. haben sollen oder nicht haben sollen? He's restrained Nein. by their own condition. Er ist limitiert durch ihre eigenen so he Zustand. Withdraws himself. Auch wenn er sich ihrer entzieht. He gives instructions suited for their condition. Gibt er Richtlinien, die für ihren Zustand angemessen sind. Und er spricht nur noch durch Mose zu ihnen. All the way up to when they ask for a king and he gives it to them. Bis zu dem Moment, wo sie nach einem König fragen und er gibt ihnen einen König. He's restrained by the damaged condition of his own people. Also er ist durch den Zustand seines geschädigten Volkes limitiert. And he starts having Moses record. Er fängt an, dass Mose jetzt aufzeichnen soll. So Moses is now going to start putting together
the book of Genesis, Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus. Und Mose fängt jetzt an, die Bücher 1., 2. und 3. Mose anzuschreiben. Entschuldigung. So they have this written form. Und jetzt haben sie diese geschriebene Form. Now the point of the Apis bull study. Also der Punkt des Studiums über den Apisbulle. Wasn't just historical, it's our own condition. Es war nicht einfach nur geschichtlich, sondern es ist unser eigener Zustand. In the Alpha history, the people do not understand the character of God. In der Alpha-Geschichte tun sie den Charakter Gottes nicht verstehen. Now over here, also hier drüben. Elder Jeff may understand it a whole lot better than Moses did over here. Mag ältester Jeff es viel besser verstehen wie Mose. But the standard is that much higher. Aber der Standard ist viel höher. Back in this history, zurück in dieser Geschichte. Ellen White isn't telling the people how to be nice to their slaves. Erzählt Ellen White nicht, wie man nett zu seinen Sklaven ist? The issue in America wasn't that they weren't nice to their slaves. Das Problem in Amerika war nicht, dass sie nicht nett zu ihren Sklaven waren. It was that they had slavery at all. Das Problem war, dass sie überhaupt Sklaven hatten. That was a higher standard than at the beginning of ancient Israel. Und das war ein höherer Standard als zum Anfang des alten Israels. So if we were to make this modern Israel. Und wenn wir das jetzt zum modernen Israel hier machen? 1798. God's people are meant to come out of idolatry. Dann soll Gottes Volk aus dem Götzendienst herauskommen. What idolatry? Was für ein Götzendienst? It's not pagan nations. Es sind nicht die heidnischen Nationen. It's apostate Protestantism. Es ist abgefallener Protestantismus. And all through this history, you have und durch apostate das ganze Geschichte hindurch hat man den abgefallenen Protestantismus. Ancient Israel, pagan nations, modern Israel, apostate Protestantism. Das alte Israel, abgefallene Götzendiener und moderne Israel, abgefallener Protestantismus. As they're coming out of apostate Protestantism, während sie aus dem abgefallenen Protestantismus herauskommen, somewhere in the Alpha history it fails. Irgendwo in der Alpha-Geschichte tut es hier fehlschlagen. And they go into the Laodicean condition. Und sie gehen zum laodizianischen Zustand. In 1888 they're meant to come out of that Laodicean condition. 1888 sollen sie aus diesem laodizianischen Zustand wieder rauskommen. In 1888 they're meant to come out of that condition. Und 1888 sollten sie aus diesem Zustand rauskommen. But that coming out fails. It's a history of failure. Aber dieses Herauskommen schlägt fehl. Es ist eine Geschichte des Fehlschlags. Und wir kommen zurück zu dieser Geschichte. And Elder Jeff is neck deep in the apostate Protestant idolatry. Und ältester Jeff ist bis zum Nacken tief in der Lehre des abgefallenen Protestantismus drin. He does not understand the character of God. Und er versteht den Charakter Gottes nicht. This study was to help us consider idolatry in a different Dieses light. Studium war dazu gedacht, dass man den Götzendienst in einem unterschiedlichen Licht versteht. The form of the idol, it's about the character associated with the idol. Es geht nicht nur um die Form des Götzen, sondern auch um den Charakter, die dem Götzen zugeschrieben werden. In their history, this is the Apis bull. Und in deren Geschichte ist das der Apisbulle. In our history, what does it look like? In unserer Geschichte sieht das wie aus? Right in the dispensation you would expect. Genau in der Dispensation, die man erwarten würde. We start dismantling that idol.
fangen wir an, diesen Götzen zu zerbrecheln. There's no issue oder auseinanderzunehmen. With Sabbath here. Da gibt es kein Problem mit dem Sabbat. Everyone's keeping Sabbath. Jeder hält den Sabbat. There's no graven image here. Da gibt es kein Götzenbild. What does Adventism not understand? Was versteht der Adventismus nicht? The character of God. Den Charakter Gottes. So we need an understanding of parable teaching. Also brauchen wir die Gleichnislehre-Methode, um die, den Charakter Gottes zu verstehen. Und das tut Leute ziemlich überraschen. Denn es sieht nicht dem aus, wie der, den Götzen, den sie in ihrem Verstand aufgebaut haben. Hier. They're worshiping God. Tun sie Gott anbeten? And what does that God look like to them? Und wie sieht der Gott für sie aus? 2014. He looks like a white male Republican. Er sieht wie ein weißer männlicher Republikaner aus. What the Midnight Cry message began to do in 2018. Und was die Mitternachtsrufbotschaft in 2018 anfing, is start to take apart that idol. Ist diesen Götzen auseinanderzunehmen. For the priests, für die Priester, what we were saying, was wir gesagt haben, come out of Babylon, my people. Komm aus ihr heraus, mein Volk. Come out of the idolatry of apostate Protestantism. Kommt aus dem abgefallenen Protestantismus, diesen Götzendienst heraus. Destroy your idols. Zerstört eure Götzen. And from September 2018 to September 2019. Von September 2018 bis September 2019. The message made an increasing attack on that idol worship. Hat die Botschaft immer eine größere Attacke gegen diesen Götzendienst geschossen. Und viele Menschen waren nicht willig, ihren Götzendienst loszulassen. I hear the following thoughts all the time. Ich höre folgende Gedanken immer wieder. If I can try and phrase it correctly. Wenn ich es richtig wiedergeben kann. These are good lines. Das sind gute Linien. These are good lines. Die sind gute Linien. This is all very interesting. Das ist alles sehr interessant. No major problem with the message. Kein großes Problem damit der Botschaft. But where is the love? Aber wo ist die Liebe? Where is that experience? Wo ist denn diese Erfahrung? We need to spend more time just dwelling on God. Wir müssen einfach mehr Zeit damit verbringen, auf, über Gott nachzudenken. Thinking about how nice Jesus was. Darüber nachzudenken, wie nett Gott Jesus war. How he died for us. Wie er von uns gestorben ist. Just thinking about love. Einfach nur über Liebe nachdenken. And people feel that it's lacking as we focus on these lines. Und Leute denken, dass das vernachlässigt wird, wenn wir über oder uns auf diese Linien the fokussieren. Situation. Tut euch folgende Situation vorstellen. I come to you one day. Ich komme zu dir eines Tages. Komme ich zu dir? Und ich fange an zu sagen. I really love you. Ich liebe dich wirklich. I think about you all the time. Ich denke über dich die ganze Zeit nach. I just want to spend every moment of every day dwelling on you. Ich möchte jeden Moment des Tages über dich nachdenken. Contemplating how wonderful you are. Und möchte darüber nachdenken, wie toll du bist.
And you say, und du sagst, what do you think when you do that? Was denkst du, wenn du das tust? What's going through your mind? Was geht durch deinen Kopf durch? And I say, und ich sag, I think you're really nice. Ich denke, du bist sehr nett. And then I start thinking, und dann fange ich an zu denken, you like to cook. Du magst es zu kochen. You play the piano. Du tust das Klavier spielen. I think about your piano playing. Ich denke darüber nach, wie du das Klavier spielst. I think about that pet dog that you loved. Ich denke darüber nach, über diesen Hund, den du gemocht hattest. I think about how you struggle with Excel spreadsheets. Ich denke darüber nach, wie du mit Excel Probleme hast. I think about your red hair and your freckles. Ich denke über deine roten Haare und deine Sommersprossen nach. And I just want to spend all day thinking about you. Und ich möchte den ganzen Tag einfach nur über dir nachdenken. Would you feel particularly loved? Würdest du geliebt fühlen? When you realized that I was spending all day thinking about myself? Wenn du darüber nachdenkst, dass ich den ganzen Tag über mich selber nachdenke? This is what we do to God. Und das ist, was wir mit Gott machen. We think we spend all day dwelling on him. Wir denken, dass wir den ganzen Zeit über ihn nachdenken. This fictional model in our minds. Dieses Fiktionsmodell in unserem Kopf. This idol. Diese Götze. Because when you think I'm loving you, denn wenn du denkst, dass ich euch liebe, who am I actually in love with? Mit wem bin ich eigentlich in love with myself. Verliebt? Ich bin eigentlich mit mir in mich selbst verliebt. We could say that about someone else. Wir könnten das auch über jemand anderen sagen. You could come to me. Du könntest zu mir kommen. And say, I really love you, Tess. Und sagen, ich liebe dich wirklich, Tess. Think about you all the time. Ich denke über dich die ganze Zeit nach. And I would say, und ich würde sagen, what goes through your mind? Was geht denn durch deinen Verstand and you durch? Would say, und du würdest sagen, how you're really good with computers. Ja, du bist richtig gut mit Computern. I really like how you do this certain thing. Ich mag, wie du diese gewisse Sache machst. How you can paint. Wie du malen kannst. I know I can't do those things. Ich weiß, dass ich diese Dinge nicht and tun I kann. Realize that you're not in love with me. Und ich realisiere, dass du nicht in mich verliebt bist. You're in love with my friend. Sondern du bist eigentlich mit meinem Freund oder Freundin verliebt bist. Und people er ist nicht all ich. Over the world, Leute überall in der Welt. Catholics, Protestants, Adventists. Katholizisten, Katholiken, Protestanten, Adventisten. People in this meeting right now, Leute in diesem Seminar jetzt. Worship hier, a God made in their own image. Tun einen Gott. That is the anbeten, definition of idolatry. Gemäß ihrer eigenen Vorstellung. Und das you ist die Definition von Götzenanbetung. For that to be idolatry. Du brauchst nicht diese Form, also das Bild, um dass dann last Götzendienst year we ist. Brought this point to a head. Letztes Jahr haben wir diesen because Punkt all of those auf einen people Höhepunkt in gebracht. The movement worshipping a white, conservative, Republican male God. Denn all diejenigen in der Bewegung, die einen weisen, konservativen, männlichen, republikanischen Mensch because that's what they were taught gedient was haben, their hero. Denn ihnen wurde ja auch beigebracht, dass dies ihr Held ist. Like some type of Apis bull. So wie eine Art von Apisbulle. They were presented with the true character of God. Wurden, diese Leute wurden mit dem wahren Charakter Gottes präsentiert. And like the Jews of old, they could not recognize him. Und so wie
Die alten Juden konnten sie ihn nicht erkennen, obwohl er vor ihnen standen. Und ich würde vorschlagen, we're not even in the latter rain of the 144,000. Wir sind ja noch nicht mal im Spätregen der 144,000. If you think you understand him now, you don't. Wenn du denkst, dass du ihn jetzt verstehst, du verstehst ihn nicht. But you only need to understand what is so far revealed. Aber du musst nur das verstehen, was bis jetzt offenbart wurde. Paganism forms God in their own image. Das Heidentum formt Gott in seinem eigenen Bild. Catholicism is a good example of this. Der Katholizismus ist ein gutes Beispiel davon. Is it conservative Catholics or liberal Catholics who revere Mary the most? Sind es die konservativen oder liberalen Katholizisten, die Maria am liebsten haben? Wer schaut auf Maria am meisten? John Paul II or Francis? Johannes Paul II oder Franziskus? Conservative. Die Konservativen. John Paul II. Johannes Paul II. So why are the sexist conservatives revering Mary? Also warum sind diese sexistischen Konservativen, warum sind die hinter They've Maria? They've taken this woman. Sie haben diese Frau genommen. An ordinary flesh and blood woman. Eine gewöhnliche Frau aus Fleisch und Blut. And they've lifted her up to this holy standard. Und sie haben sie zu diesem heiligen Standard erhoben. They create a halo around her head. Sie tun ihr einen Heiligenschein um den Kopf legen. They make her holy. Und sie machen oder Why? Sagen, dass sie heilig ist. Warum? Why is Mary holy to them? Warum ist Maria heilig für sie? She's two things that you have to be worth anything in conservative Catholicism. Denn sie ist zwei Dinge, die man sein muss, um Wert im konservativen Katholizismus zu haben. One, you have to be a virgin. Also musst eine Jungfrau sein. The minute your virginity is gone, you're not worth anything. In dem Moment, wo deine Jungfräulichkeit weg ist, bist du nichts mehr wert. They have this Catholic saint. Sie haben diesen katholischen Heiligen. They made her a saint. She's supposed to be this young girl. Oder Heilige. Also es war ein junges Mädchen. Sie haben sie dann reingesprochen. Like this. Und die Geschichte ist folgend. She was attacked one day by a man. Sie wurde an einem Tag von einem Mann attackiert. And he was going to rape her. Und er wollte sie vergewaltigen. She caused him to kill her. Sie verursachte es, dass er sie tötete, anstelle sie zu vergewaltigen. Because she would rather die than lose her virginity. Denn sie würde lieber sterben, als ihre And they supposedly made her a saint for that act. Und für diesen Akt haben sie sie heilig dann gesprochen. Because they think that good girl was so holy. Denn sie denken, dass dieses Mädchen so heilig war. Recognized it would be better for her to lose her life than her virginity. Denn sie hatte erkannt, dass es für sie besser war, ihr Leben zu verlieren. Because a woman who's lost her virginity. Ihre Jungfräulichkeit, denn eine Frau, die diese verliert, from that ultra-conservative Catholic point of view, becomes something disgusting. Vom diesem ultra-konservativen katholischen Ansicht wird diese Frau zu etwas Ekelhaften. But then they have another problem. Aber dann haben sie ein weiteres Problem. If you're a woman, wenn man eine Frau ist, unless you are bearing children, you're worthless. Wenn man keine Kinder hat, dann ist man nichts wert. A holy Catholic woman. Um eine heilige Frau zu sein. Nothing to be ashamed of.
um sich nichts, nichts Schämendes zu haben, muss man zwei Dinge haben. You have to be a virgin. And man muss eine Jungfrau sein. Und man musste Kinder tragen. Und das ist nämlich deine, deine Arbeit in deinem Leben. Das ist, warum du existierst. Und ihr seht dieses Problem, den sie die den Frauen bereiten. Mary is a demonstration of absolute sexism. Maria ist eine komplette Demonstration von Sexismus. To be worth anything. Denn das ist, was sie sagen, wo sie sagen, dass eine Frau wert hat, muss sie das and sein. A flesh and blood woman can never reach that standard. Und eine Frau aus Fleisch und Blut und so kann normal diesen Standard nicht erreichen. Was nothing like that. Aber die wahre Maria war nichts von dem. She did not die a virgin. Sie ist nicht als Jungfrau she gestorben. Was flesh and blood. Sie war Fleisch und Blut. So they've taken her. Sie haben sie genommen. And they've constructed a god in their own image. Und sie haben einen Gott in ihrem eigenen Something Bild erschaffen. That fits their worldview. Etwas, das ihrer Weltanschauung passt. An entirely sexist fictional construct. Eine komplett sexistische Struktur. We do the same thing. Wir tun das Gleiche. That was what caused the shaking last year. Und das ist, was die Sichtung letztes Jahr verursacht hatte. Early Writings 14.1. Early Writings, Seite 14.1. In the history of the time of trouble of the 144,000. In der Geschichte der Zeit der Trübsal der 144.000 God gives them the time of the second advent. Gibt Gott ihnen die Zeit für die Wiederkunft. What waymark is that? Und welche Wegmarke ist das? The formalization. Es ist die Formulierung der Botschaft. When God spoke the time, he poured upon us the Holy Ghost and our faces began to light up and shine with the glory of God. Als Gott die Zeit sprach, goss er den Heiligen Geist über uns auf und unsere Gesichter begannen zu leuchten mit der Helligkeit Gottes und zu glänzen. When Moses' face shone with the glory of God, what had he just seen? So wie Moses dann, als er vom Berg Sinai herunterkam. Und als Moses sein Licht, sein Gesicht erhellte, was hatte er gerade erst gesehen? What does Ellen White said he had seen? Was sagt Ellen White, dass er gerade eben erst gelesen hatte, gesehen hatte? Die Herrlichkeit, den Charakter. So at this formalization, when time also diese Formulierung der Botschaft, wenn die Zeit gegeben wurde, dann werden wir der Herrlichkeit Gottes wird uns gegeben, wir sehen seinen Charakter. Review and Herald, May 10, 1887. Review and Herald, 10. Mai 1878, Paragraph 20. Paragraph 20. The earth is to be lighted with the glory of the third angel. Die Erde soll von der Herrlichkeit des dritten Engels erleuchtet werden. The message shall go with a loud cry. Und die Botschaft soll mit dem lauten Ruf verkündet werden. So when the earth is lighted with the glory of the third angel's message, you would expect. Also wenn die Erde you would expect to see the earth being lighted with the glory of God. Dann würde man auch erwarten, dass die Herrlichkeit Gottes hier die Erde erscheint. Bescheint. That's the formalization of the message. Und das ist die Formulierung der Botschaft. The tongues of fire in the upper room. Die Feuerzungen in dem Obergemach. The disciples were lighted up with the great with the glory of God. Die
Is it the formalization of the message? Die Jünger waren mit der Herrlichkeit Gottes beschienen und hier in der Formulierung that der Botschaft. The lighting up of the glory of God, the revelation of his character. Ist, wo man die Herrlichkeit Gottes sieht, seinen Charakter. The only reason that people cannot see the love of God in this message. Der einzigste Grund, warum Leute nicht die Liebe Jesu in dieser Botschaft sehen können. Every parabolic component of it. In jedem gleichnisartigen Komponente davon. Because to whatever degree they are still worshiping a God of their own construction. Ist, weil sie immer noch einen Gott nach ihren eigenen Vorstellungen anbeten. A God made in their own image. Ein Gott in ihrem eigenen Bild. Right back here. Hier. They'd lost sight of him. Haben sie ihn aus den Augen verloren. We're in a 6,000-year process of understanding him. Wir sind in einem Prozess von 6,000 Jahren, in dem wir ihn verstehen sollen. Laborious. Es ist sehr langsam. Because God is patient. Denn Gott hat Geduld. And yet for many the tests are still too hard. Und für viele ist der Test immer noch zu schwer. If I'm holding something in my hand, wenn ich etwas in meinen Händen halte, and you try and pull it from me, und du versuchst es von mir wegzunehmen, that can be easy, dann kann es einfach sein. That can be hard. Es kann aber auch hart sein. It depends how hard I grip. Und es kommt darauf an, wie ich mich daran festhalte. The tests are not hard. Die Tests selber sind nicht unless schwer. We have a whole strong grip of our own idols. Es sei denn, wir halten sehr fest an unseren eigenen People Götzen. Have already started to say, Leute haben bereits schon gesagt, you've changed our view of God so far, du hast die Ansicht von Gott von uns so verändert don't say anything oder bis jetzt so verändert, aber sag nichts Radikales mehr in der Zukunft. My response to that, meine Antwort darauf ist, my response to that, meine Antwort darauf ist, for those saying that, what hope is left? Für diejenigen, die das sagen, was ist da noch für eine Hoffnung? Because we're only in the early rain. Denn wir sind ja nur im Frühregen. We have a lot of rain and a harvest to go yet. Wir müssen noch durch einen Spätregen und durch die Ernte hindurchgehen. Wait till you see the loud cry light up the whole earth with the glory of God's character. Wartet, bis der laute Ruf durch die Welt geht und die ganze Erde mit der Helligkeit the Gottes und seinem Charakter erfüllt ist. The problem is if you think you already know what that character looks like. Das Problem ist, wenn wir bereits denken, dass wir wissen, wie der Charakter aussieht. You had a thought it was racist and sexist, you'd already be out of the movement. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es geht darum, wenn man denkt, Rassismus I hope und we all understand it's not homophobic. Sexismus. Wenn man denkt, dass man der Charakter Gottes rassistisch oder sexistisch ist, dann wären wir bereits aus der Bewegung raus. Ich hoffe, dass wir auch nicht denken, dass Teil des Charakters Homophobie ist. Und wir sind schon hinter der Wegmarke der zunehmenden Erkenntnis und es schwillt an in der Zeitperiode, in der wir uns jetzt befinden, so und es wird der Charakter Gottes wird weiter offenbar werden und es muss ein Gebrauch, eine weitere Reinigung von unserer eigenen Götzenanbeterei. Leute sagen, dass es in dieser Botschaft keine wirkliche Liebe gibt und dass sie mehr Liebe brauchen. I would ask them who they think they love. Und dann würde ich sie fragen, was sie denn denken, wen sie Because lieben. If you loved me, denn wenn ihr mich lieben würdet, I would want you to know who I am. Dann würde ich wollen, dass ihr mich kennt und was ich glaube.
what I stand for. Und wofür ich stehe. And this movement, this message, this methodology. Und diese Bewegung, diese Botschaft und diese Methode is the only way God has to tell us what he is like. Ist die einzigste Form und Art und Weise, wie Gott uns zeigen und erzählen kann, every wie er other ist. Broad way and broad door is easy. Jede andere große Tür und großer Pfad ist einfach. Because it's easy to build a God in your own image. Denn es ist einfach, einen Gott nach gemäß seines eigenen Vorstellungen zu bauen. You know you're going to like what you see. Und du weißt, dass du magst, was du sehen Because wirst people do love oder was du themselves. Kreierst. Denn Menschen lieben sich selber. When you start having to construct a God that you're not comfortable with. Wer möchte schon einen Gott konstruieren, den man nicht, Why wo man nicht komfortabel can't damit God ist? Show us his character? Warum kann Gott unseren seinen Charakter uns nicht zeigen? His glory. Seine Herrlichkeit. We're told if he showed us his glory, it would destroy us. Uns wird gesagt, wenn er uns seine Herrlichkeit zeigen würde, würde That just es uns sounds zerstören. Spiritualistic, like tongues of fire. Und das klingt sehr geistlich spiritistisch, I would suggest wie so that the reason Feuerzungen. It would destroy people. Ich würde vorschlagen, der Grund, warum es Leute zerstört, ist, if they saw the glory, character of God, also wenn sie die Herrlichkeit Gottes, seinen Charakter sehen würden, it's just like the last dispensation when people saw this glory. Ist es einfach nur wie in der letzten Dispensation, wenn sie seine Herrlichkeit they sehen, it. Dann wollten sie es nicht. They saw the glory and it destroyed them. Sie haben die Herrlichkeit gesehen und es hat God sie can't zerstört. Show us his glory, Gott kann seine Herrlichkeit nicht zeigen, because we wouldn't want him. weil wir ihn nicht haben wollen Because last würden. Dispensation, we were racist and sexist. Denn in der letzten Dispensation waren wir Rassisten und Sexisten. And it was hard to accept a God that wasn't. Und es war schwer, einen Gott zu akzeptieren, in der this diese Dinge nicht ist. Und in dieser Dispensation, let's not think we've come so far in 2 years. Denkt nicht, dass wir in 2 Jahren schon so weit gekommen sind. We have a long way to go. Wir müssen haben noch einen langen Weg vor uns. But I want to get to know him. Aber ich möchte ihn kennenlernen. Because so far I love what I see. Denn bis jetzt, was ich gesehen habe, liebe ich. And I don't care if he doesn't look like me. Und es ist ist unrelevant für mich, because ob er nicht so aussieht wie ich. Myself in his image, not the other way around. Denn ich möchte mich selber in seinem Bild aufbauen und nicht you die andere Art und Weise. Wenn ihr noch mit mir niederkniet, dann werden wir im Gebet abschließen. Dear Father in heaven, himmlischer Vater, thank you for this movement. Danke für diese Bewegung. Thank you for your patience and your love. Danke für deine Gnade und deine Geduld. Even take such effort. Dass du so viele Anstrengungen auf dich nehmen würdest. Help us see you and actually know you. Dass wir dich sehen und auch kennenlernen. You realize that for many years we didn't know the person that we worshipped every Sabbath. Wir realisieren, dass du nicht die Person bist, die wir seit Jahren immer Sabbats angebetet haben, diese Gottheit. But we want to know you. Aber wir wollen dich kennenlernen. You promised to be our friend. Und du hast versprochen, unser Freund zu sein. Pray that we will be willing to learn and unlearn. Und ich bitte dich, dass wir willig sind, zu verlernen und zu lernen. Even if it takes away the ideas that we cherish. Auch wenn es das bedeutet, dass die Ideen, die wir lieb haben, dass sie uns weggenommen werden. Und ich bitte dies in Jesu Namen. Amen.